heiß werden. Heute um die 36 Grad, morgen um die 38, 39. Juhu, Hans. 38 Grad, ich freue mich schon. Jawohl! Es geht los. Ankunft in Innsbruck. Ja, war aber ein voll im Zug. Ja. Aber es war recht spaßig, weil ich war nämlich beim Kinderfernsehen gefahren mit den Kindern. Super! Und ja. Mit den Kindern unterhalten. Ja. Ja, war ganz interessant. War aber wenigstens nicht fad. Genau, und dann geht's direkt zum Moritz zum Bier. Ja. Juhu! ein Eis oder ein Bier? Ich glaube ein Eis einmal. Eis, ja. Bei 36 Grad. Wie war heute der Tag, Hans? Ja, wieder heiß. Heiß, gell? Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird von Tag zu Tag heißer. Ja. Was werden wir gehabt haben, temperaturmäßig? Ja, 35. 35, 36. Der Wind, morgen haben wir 40 Grad angeblich. Ja, ja. Der Wind fühlt sich an wie ein heißer Föhn, gell? Das stimmt, ja. Das ist heftig, ist, ja. Ja, heute sind wir am Campingplatz da, ja. Mit Badesee. Mit See, das war gut, ja. Haben wir uns schon abkühlen können, gell? Ja, schauen wir noch aufs Buffet und werden uns noch ein genau, Bierchen genau, ein Bier gibt es jetzt dann, ja. Genau, ja. Auf jeden Fall. Zur Feier des Tages. Ja, genau, ja. Ja, Prost. Prost, Hans.
von der anderen Seite gefilmt. Ja, super geht's da hin. Jawohl. Ja, das. Jawohl. Schweiz. Schweiz. Juhu. Super, ja. Juhu. Geht da hin, ja. Jawohl. Optimal. Schau dir die Berge ja, an. Ja, weißt du, wo es geht? Ganz, ganz oben? Oder? Auf der Mauer. Schwierig da, ja. Eine Kaffeepause da, herrlicher Platz da mitten im Wald mit Grillstelle vom Feinsten. So, da gibt es noch einen Kaffee, ein bisschen Kuchen. So, das ist schon extrem drauf. Da fahren wir schon eine gute halbe Stunde bergauf. Nicht so ohne, ganz schöne Schwitzpartie. Ja. Heftig, heftig. Heftig, heftig. Okay, Begebenheit und aus. Ich weiß nicht, ob man was sagt. Kannst ja du reden, oder?
Zeit wie es heute war. Ja, super war's. Ja, super. Super war's. Nein, ist schon gegangen. Jetzt sind wir auf der Suche nach einem guten Zeltplatz. Genau. Schauen wir halt einmal. Nudeln, juhu! Fusilli und Tomatensauce. Super, juhu! Lecker schmeckt. Ah, ich glaube, das schmeckt mir auch. Juhu! Schauen wir mal, wir haben mehr einen Hunger, weil heute war es eh nicht ohne, oder? Das stimmt, ja. Vierter Ort ist nicht wahr. Wir waren in Ftan. Iftan, Iftan. Iftan. Ist gescheit bergauf gegangen. Ja. 1600 Meter. Gibt es jetzt ein gutes Abendessen? Ja. Ich habe schon Hunger. Kochen, ja. Juhu. Ravioli aus der Dose gibt es heute. Super! Und ein gutes Brot. Optimal. Und ein Wein! Noch besser! Heute geht es uns gut. Heute geht es uns gut. Wir sind da am Campingplatz bei St. Moritz.
5-Sterne-Campingplatz. Und morgen haben wir ja noch vor, dass wir zum Maloja-Pass fahren. Mittagessen mit Schweizer Käse. Lecker. Schmeckt gut. Hallo, grüß euch. Ja, wir sitzen da jetzt am Bahnhof in St. Moritz und warten auf unseren Zug, auf die Rätische Bahn. Da mache ich dann jetzt zum Schluss noch ein paar Aufnahmen. Und ja, wir waren jetzt 5 Tage unterwegs und wie war die Reise von 2 Tagen? Ja, super war's. Am Anfang war es ein wenig heiß, bei Innsbruck Lecker. Ja. Und dann in der Schweiz, ja, war es auch noch ein wenig heiß und dann ist es recht bergauf gegangen. Viele Höhenmeter. Ja, Europa hat ist noch heftig daran. Ja. Ja, ich glaube, dass wir so 2.500 Höhenmeter gemacht haben, ja, ungefähr. Ja, kann schon sein, auch ungefähr so, glaube ich, 250 Kilometer werden es ungefähr sein. Ja, müssen wir noch mal anschauen, mit den Aufzeichnungen, was ich mit dem Radcomputer gemacht habe, und dann wissen wir genauer ist. Genau, ja. Ja, war super, super toll, ja. Erich, super, war lässig, ja. Passt. Na gut, und nachher kommen noch ein paar Aufnahmen, wie wir von der Rätischen Bahn durch die Schuhe fahren. Ja. Ja. Passt, das war's dann. Ja. Also dann. Danke fürs Zusehen. Fitte Schwitz. Ja. Ja. Das sieht man nichts so. Oh, der schaut in dir aus, der typisch für Schweiz, Bernardina. Ja. Grüezi, wie geht's euch? Bau. Ja. Hast du ein paar Fränkli, hä? Fränkli sind klar. Ja. Da habe ich 12 Fränkli ausgegeben. Ja. Fränkli, jetzt haben wir gar keine Fränkli mehr. Oh Fränkli, gar. Oh je. Ja.